Servus Leute, in diesem Video möchte ich euch die Steigeisen von Petzl vorstellen, die ich habe. Ich habe nämlich selber, bevor ich Steigeisen gekauft habe, mich ein bisschen erkundigt und konnte zu diesem Steigeisen kein Video finden, wie ich es mir so vorstelle. Deshalb mache ich dieses Video jetzt für euch. Ja, ich bin jetzt Eisklettern hier draußen im Graben. Ich mache dazu noch einen Beitrag in meinem Blog, den verlinke ich in der Beschreibung. Ich werde dieses Video ausnahmsweise, dass man mich trotz des Geblätschers hört, nachvertonen. Ja, von daher viel Spaß. Die Steigeisen bestehen aus vier Teilen. Zum einen dem Vorderteil mit dem vorderen Teil der Bindung, in dem Fall starr, dem Mittelteil und dem hinteren Teil, hier mit dem Leverlock sowie einem Band. Das Versack hat zwei Horizontalzacken und unten eine Antistollenplatte. Das Saken zwei Vertikalzacken und auch eine Antistollenplatte. Das Dart hat keine Antistollenplatte und ist eine Monozacke. Diese ist eine Vertikalzacke. Das Mittelstück ist links sowohl rechts gleichzeitig. Das hintere Teil hat eine Arretierung für den Mittelstück zur Größeneinstellung und auch eine Antistollenplatte. Hier sieht man die Flexbindung vorne und Flexbindung hinten. Beides sind Körbchen aus flexiblem Kunststoff. Die starre Bindung ist vorne ein Metallbügel, der ein bisschen beweglich ist, und hinten der Leverlockbügel. Zum Zerlegen der Steigeisen muss man bei der vorderen Bindung den Hebel leicht nach hinten kippen, dann kann man ihn mit etwas Zug auseinanderziehen. Wenn die Hände mal kalt sein sollten oder das ganze Gerät ein bisschen vereist ist, kann man dazu die andere Seite des Steigeisens verwenden. Zum Einsetzen das Ganze wieder sinngemäß umgekehrt. Bei der starren Bindung und bei der flexiblen Bindung funktioniert beides gleich. Die Mittelstege sind wie erwähnt links sowohl rechts gleichzeitig. Die setzt man zuerst bei dem vorderen Teil des Steigeisens ein und dann beim hinteren Teil. Hier der Arretierhebel, da kann man das Ganze arretieren. Auf dem Mittelsteg stehen Zahlen drauf, so kann man die Größe recht gut ablesen. Ich weiß die in dem Fall jetzt noch nicht, daher stelle ich die einfach erstmal ein und schaue, ob es arretiert ist. Diesen Mittelsteg gibt es auch nochmal in einer flexiblen Ausführung. Die ist für bedingt steigeisenfeste Stiefel gedacht oder für besonders große Schuhgrößen, wenn der Mittelsteg ein bisschen flexibel sein soll. Zum Anlegen legt man das Ding einfach ab. Hier sieht man jetzt recht gut, dass die Steigeisen noch zu klein eingestellt sind. Daher stelle ich die jetzt hier auf beiden Seiten gleich ein. Dank der Nummerierung recht einfach möglich. Jetzt stelle ich sicher, dass vorne im Schuh kein Eis und kein Schnee festhängt. Setze vorne erst die Bindung ein und dann hinten den Hebel nach oben. Jetzt schließe ich das Band, fädel das hier entsprechend durch. Man kann das Ganze noch mit einem Knoten hinter sichern und muss nur bedenken, dass wenn das Wasser einfriert, der Knoten auch einfrieren kann und dann bekommt man die relativ schwer wieder auf. Andernfalls kann man auch den Bändel noch ein bisschen kürzer machen, aber man muss auch bedenken, dass man ihn nicht zu kurz macht. Jetzt sind die Steigeisen angelegt und ich kann mich ans Eisklettern machen. Die verschiedenen Vorderteile der Steigeisen sind alle untereinander kompatibel. Das heißt, wenn ich mir das Petzl Versack kaufe, kann ich mir einfach nur die Dart Vorderteile kaufen und kann dann eben verschiedene Steigeisen nutzen. Das ist sehr praktisch, da kann man nämlich in den verschiedenen Phasen der alpinen Tour Steigeisen immer an seine entsprechenden Bedürfnisse anpassen. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video. Wiedersehen.